nicht nett. Absolut nicht nett. So im Sinne von ganz und gar nicht nett. Den muss ich jetzt irgendwie... Das geht natürlich nicht. Vorbei. Mal hin. Bin jetzt natürlich auch quasi tot. Was eindeutig nicht so gut ist. Hin. Ich habe keinen Mana mehr und bin fast tot. Das fällt eindeutig in die Kategorie unerfreuliche Aussichten. Okay. Ungünstig. Andererseits habe ich jetzt dieses... Utensil gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Typen unbedingt töten muss. Ich glaube, ich verzichte. Komme lieber mit dem Leben davon. Okay. Jetzt ist sowieso das Rad fertig gebaut. Jetzt brauche ich noch irgendwo Lebensenergie, um was gegen dieses pulsierende Geräusch zu tun. Mir mit der Zeit ziemlich auf den Keks geht. Vielleicht findet sich ja da unten irgendwas. Mana, aber keine Lebensenergie. So. Nicht zufällig jemand Lebensenergie mitgebracht, oder? Ah, hier ist welche. Sehr gut. Will jemand das Schwert aufheben? Zufällig? Ansonsten kann ich ja jetzt hier durch. Ah ja. Jetzt sieht man, warum es Orden der Stille heißt. Ah ja. Allerdings hat man mit zugenähtem Mund auch nicht wirklich eine Wahl. Erst Pantomime. Dort habe ich lieber so ein Drehrad. Der Knabe ist hier runtergerannt. Anscheinend gibt es da Überlebende. Falsche Weg! Die Stadt ist verseucht! Die Priester haben den Tempel verriegelt! Und Fürst Ferdinand tut nichts, als mit diesen Rotmänteln endlose Feste zu feiern. Wir sind ihm so egal wie ein Rattenfurz. Wir hauen von hier ab! Kommt mit, wenn ihr nicht wollt, dass euch das Fleisch von den Knochen fällt! Mein Fleisch ist sehr robust, das fällt nicht einfach von den Knochen. Die gehen jetzt. Wird nicht abgehauen. Das Verteure werden nicht getötet.
Warum leben nur noch 11 Braune? Na gut. Immerhin gibt es hier jede Menge Lebensenergie. Bedeutet allerdings auch, dass ich jetzt erstmal einige Braune zurückbringen muss. Käfer. So. Jetzt locke ich die wieder her. Hierher. Ich weiß doch, dass das funktioniert. So. Da hinten gibt es Goldsäcke. Dort gibt es noch so einen Vogel. Wäre doch gelacht, wenn wir den nicht auch noch klein kriegen. Aha, da gibt es noch viele Vögel. Ach, da kommen auch immer neue. So wie es aussieht zumindest. Ja. Das ist in der Tat unschön. Ah ja. Da ist auch noch so ein äußerst unerfreulicher Wurm. Und da ist ein totes Federviech. Gab es doch irgendwas, was zu tun hatte mit den Eiern? Aber nicht so offenbar. Weil der hat jetzt ganz eindeutig nur den Schergen gefressen. Testen wir das nochmal. Hier lang, hier lang, hier lang. Hier lang. Ach so. D.
Okay, man kann die Hühner dorthin locken. Und dadurch ist dieses Vieh abgelenkt. Weil es die Hühner töten will. Also die Dodos. Und man kann diese Zeiten nutzen, um am Rad zu drehen. Aber ich jetzt darum bitten, dass sich beeilt wird. Und zwar richtig beeilt. Noch ein Stück. Zwei brauchen wir dann noch. Ja, jetzt ist es offen. Dann heißt es jetzt rausfinden. Wie wir diesen Lindwurm mal ausrotten können. Hat den jetzt niemand wiederbelebt? Da ist er. Es wird ja jetzt hoffentlich irgendwo möglich sein, hier braune Schergen herzubekommen. Ja, es ist möglich. Auch noch was? Okay, da müssen wir jetzt einige blaue wegschaffen. Die anerkanntermaßen nicht geeignet sind. Falls denn Braune sollten dem Wurm ordentlich was tun können. Ja, doch, das müsste gehen. So. Dann komm und beiß zu, du. Hässliches Tier. Laie könnte es für ungedacht halten. Komm hierher. Oder so. Okay. Immerhin. Muss doch mal noch ein paar blaue dazu. Sicherzustellen. Dass die Braunen auch gerettet werden. Du willst es doch auch. Okay, fast tot. Jetzt hier beißen. Hallo, hierher. Nicht nett.